Okay, ich kaufe jetzt erstmal Abfackeln. Zeitweise dachte ich, das wäre das Paradies. Wie wir wachsen hier im Garten, da darf man was erwarten. Darum suchst du das Besondere. Alter, eine blaue Flamme. Wisst ihr, wie heißt... Als die Deutschen in ihrem Wahn sich dann in Hitlers Schwert stürzten und das tausendjährige... Wie heißt das ist? Ich höre schon den nächsten Big Daddy. Die große Frage ist jetzt natürlich, hat der schon einen Little Sister bei sich? Bis jetzt höre ich keine Little Sister. Nein, aber er ist auf dem Weg, eine zu holen. Und da wir unsichtbar sind, weiß er auch nicht, dass wir hier sind. Ja, Mr. Bubbles. Yeah. Mr. Bubbles? Für dich! Stabil. Ich muss dringend Verbandskästen kaufen. Aber ganz dringend. Die gehen mir nämlich gerade ganz schön aus. Aber wir haben ja die Moneten. Guckt euch das an, wir sind wieder auf $500. Und haben damit schon wieder alle Little Sisters hier in den Olympus Heights gerettet. Und könnten uns jetzt auch noch Electro Bolt 3 kaufen. Wer hat eine Waffe? Wer hat eine Knarre? Die fangen echt an, verdammt viel auszuhalten. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Dann habe ich auch mal automatisch gehackt. So, was wir haben, haben wir. Und gleich zwei Auto-Hacker kaufen, warum nicht? Ich schlage jetzt hier richtig zu. Weil das Geld, das haben wir relativ zügig wieder drin. Eigentlich können wir uns auch noch mit Eve-Spritzen eindecken. So. Und dann geht's weiter. Ich guck noch mal kurz auf die Karte. So, das führt da unten hin. Da haben wir dann links und rechts. Also wir haben dann da drei Suiten und dann wahrscheinlich den Weg nach unten. Ne, wir haben zwei Suiten, weil hier geht es ja dann noch weiter. Ja, okay, aber prinzipiell weiß ich, wo es lang geht, nämlich zu den Mercury Suites. Und in den Mercury Suites werden wir nicht nur Dr. Su Chongs Apartment finden, sondern tatsächlich auch das Apartment eines alten Bekannten, wie ich ja schon mehrfach erwähnt habe. Wir sind ja... Wir haben ja damals Sander Cohen verschont. Das wird uns hier tatsächlich zugutekommen. Achtung! Ja, ja. Die öffentliche Versammlung von mindestens 4 Personen wird als strafbare Handlung betrachtet. Nicht zu spät. So, noch mehr Leute hier. Hey. Ich bin relativ sicher, dass es hier auch Geschütze gibt.
Noch hat er uns nicht entdeckt. Okay, abfackeln war in diesem Fall vielleicht nicht die effektivste Wahl. Aus dem einfachen Grund, dass hier überall Wasser ist. Außerdem erinnert mich das daran, dass ich mir ja noch Electro Ball 3 kaufen wollte. Solange wir Gatherer's Garden in der Nähe haben. Wo ist es denn? Da ist es. So. Jetzt haben wir nämlich die beiden Plasmide schon mal aufs Maximum abgegradet. Von Hypnotize Big Daddy gibt es tatsächlich nur 2 Stufen, da haben wir also auch das Maximum. Und Telekinese hat tatsächlich nur die 1 Stufe. Mit anderen Worten, sämtliche Plasmide, die uns zur Verfügung stehen, sämtliche Plasmide, die wir zu diesem Zeitpunkt im Spiel jetzt ausgerüstet haben, sind jetzt auf dem maximalen Level. Wir könnten uns jetzt also drauf konzentrieren. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Achso, wir können uns jetzt darauf konzentrieren, die Tonikum-Slots aufs Maximum aufzubauen. Dass wir da noch ein bisschen was ausrüsten können. Übrigens, was ich noch ansprechen wollte, Fontaine. Ich habe ja damals, als wir irgendwann mal so eine Aufzeichnung von Fontaine tatsächlich auch gefunden hatten, da habe ich noch gesagt, die Stimme kommt mir sehr bekannt vor, weil Fontaine und Atlas natürlich den gleichen Sprecher hatten, ne? Ist ja klar. Sind ja ein und dieselbe Person. Was ist denn da drin los? Gibt es da was Interessantes zu holen? Macht das Sinn, da reinzugehen? Interessant fände ich in diesem Fall eigentlich nur ein Audiolog. Sonst ignoriere ich das mal geflissentlich. You invent. Was kann man denn basteln? Wärmesuchende Raketen könnten wir basteln. Aber dann hacke ich hier erstmal automatisch. Das ist unsere mächtigste Waffe. Ich weiß noch nicht, wie viel wir davon schleppen können. Deswegen habe ich erstmal nur 6 hergestellt. Personenmunition. Für die Pistole. Ach so, nee, dann interessiert mich das ehrlich gesagt nicht. Ein Autohacker zu viel haben wir jetzt auch. Oh, jetzt fängt der Kater an zu jaulen. Ich weiß gar nicht wieso. Der will einfach Aufmerksamkeit. Weil Futter hat er gehabt. Müsste eigentlich rundum zufrieden sein. Das ist mein Bau! Idiot, ey. Ich bin glücklich. Hast du was jetzt zu mir? Euch Typen, ich bin einfach einsam. Ich bin allein. So, jetzt flüchten sie wieder ins Wasser. Na, der andere war schon tot. Na gut. Was ist das? Sind wir fertig? Ach nee, er ist nicht tot. Oh, die fangen echt an zu nerven, oder Leute? Seien wir mal ganz ehrlich.
Wo ist er hin? Wo rennst du hin? Junge! So was macht man einfach nicht. Das ist nicht nett. Verdammt damit. Jetzt wollte ich Eve nachtanken und dann einen Verbandskasten benutzen. Das wollte ich gar nicht. Das war doof. Aber ich höre eine Kamera. Da bewegt sie sich. Glücklicherweise so, dass wir ohne größere Probleme drankommen. Und wir haben mehr als genug Zeit, um diese Kamera zu hacken. Ja, da brauchen wir uns echt keine Gedanken machen. Wir haben auch sämtliche Zutaten, die wir brauchen, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir müssen genug senkrechte Felder haben. Wir müssen ja jetzt einfach nur noch stupide nach unten. Wir haben nicht genug senkrechte Felder. Das ist ja... Wer hätte das gedacht, dass wir hier auf Umwegen arbeiten müssen? Habe ich echt nicht mit gerechnet. Ach, da unten. Hinter die Theke gestopft haben sie die Leiche. Okay, die Mercury Suites. Herzlich willkommen. Das sind mir hier echt entschieden zu viele Splicer. Ich höre schon wieder einen Big Daddy. Da ist noch eine Kamera. Wir wissen ja, Su-Chong ist da drüben, das Apartment. Wir sind ja jetzt hier in dem Komplex, genau. Entschuldigung, unhöflich und... Danke für den Besuch. Ich denke, wir holen uns erstmal die Kamera. Frank Fontaine. Da werde ich auf jeden Fall noch rein wollen dann, aber da brauchen wir einen Code für. Euch Typen kenne ich. Ich weiß gar nicht, wo wir den Code herkriegen. Leg sie da hin, du glaubst. So, erstmal die Kamera. Natürlich automatisch hacken, weil ich habe jetzt auf das Minispiel gerade keinen Bock. Und dann haben wir hier die nächste Waffen-Upgrade-Station. Tatsächlich nicht die einzige, die sich hier in den Mercury Suites verbirgt. Denn in einem der Apartments werden wir noch eine finden. Armbrustbolzen, Hochwahrscheinlichkeit machen wir mal. Warum nicht? Alle Upgrades für drei Waffen sind schon freigeschaltet. Ich komme mit allem durch. Wieso? Wer sagt das? Willkommen im Zirkus der Bären. So, da ist das Apartment von Su-Chong, wo wir dann rein müssen. Hier befindet sich das Apartment von Culpepper. Das ist tatsächlich das Apartment, wo wir dann weiterkommen hier. Auf eine andere Ebene, denn... Ja, da oben geht es tatsächlich einfach nur zu irgendeinem weiteren Apartment noch, aber ist auch egal jetzt. Und hier das Apartment von Sander Cohen. Und das können wir nur betreten, weil wir ihn verschont haben. Damals in Fort Frolic. Von daher würde ich sagen, wir fangen hier einfach mal spontan an. In Su-Chongs Apartment werden wir tatsächlich als allerletztes gehen, denke ich. Komm ins Licht, kleine Motte. Komm her. Hatten wir eigentlich damals in Fort Frolic, waren wir dann, nachdem wir Sander Cohen im Foyer getroffen haben, waren wir eigentlich nochmal ins Kino zurückgegangen in diesen, und haben uns den Abschnitt angeguckt, den wir nicht betreten konnten?
glaube, wir haben das vergessen, ne? Naja, Künstler sind ja nicht unbedingt für ihre Ordentlichkeit bekannt hier, aber das ist schon ein bisschen... Zu guter Letzt sind sie keine nützlichen Mitglieder der Gesellschaft. Mal, da tanzen welche. Ich weiß allerdings nicht, ob das, Sander Cohen ist, der damit, der Dame tanzt. Ich weiß nur, dass wir den hier noch treffen werden. Mondscheinabsinth. Oh. Also ein selbstgebrannter. Sie war hier deplatziert. Es interessiert mich nicht, wo sie ist. Ich hab keine Angst vor Misserfolgen. Nee, das ist nicht Sander Cohen. Sowas gar nicht kenne. Kaum sind sie da, halten sie schon die Hand auf. Immer noch deine Flügel aus. Oder? Nein, bleib da und genieß die Show, wenn du willst. Aber bring sie mir ja nicht aus dem Rhythmus. Ich glaube, Cohen ist tatsächlich hinter der Tür hier. Und kommt raus, wenn wir die da, aus dem Rhythmus bringen. Wie bringen wir die aus dem Rhythmus? Naja, ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was wir da machen können. Ja, tanzt erstmal in Ruhe weiter. Ich sehe mich hier erstmal fertig um. Ich guck erstmal, was wir hier sonst noch so mitnehmen können. Aber das Wichtigste verbirgt sich in diesem Apartment tatsächlich hinter der Tür, die wir noch nicht öffnen konnten. Du bist minderwertig! Ich bin 10-mal besser! Ein Eis und ein Feuerspleißer. Wo ist denn der Feuerspleißer hin? So, und jetzt kommt nämlich Sander Cohen aus seinem Versteck hier raus. Und wir können uns des verrückten Wahnsinnigen endlich annehmen und uns eine kleine Belohnung dafür holen. Da kommt er. Ich bin Sander Cohen, verflucht nochmal! Ja, auch ein Houdini-Splicer. Tanz! Dabei ein sehr ausdauernder. Ich würde sagen, da er uns ja selber mit Feuerbällen traktiert hat, verpassen wir ihm einen feurigen Abgang. Das war das Ende des großen Künstlers. Verzeiht mir bitte, wenn ich nicht heule. Der Schlüssel zu Sander Cohens Kästchen. Ich kann jetzt nicht mit Sicherheit sagen, welches Kästchen das ist. Ich denke mal, wir werden das hier irgendwo finden. Okay. Was zur Hölle hast du vor, Fontaine? Schick. Schick hat das hier, sich hier auf jeden Fall eingerichtet. Na gut, eigentlich ist es Geschmackssache. Ich wollte nichts sagen. Ich frage mich, ob das Kästchen, ob das vielleicht da in dem Kino ist, wo wir nochmal... wenn wir nochmal irgendwie zu so einer Tauchkugel kommen, werde ich definitiv nochmal nach Fort Frolic zurückfahren. Aus dem einfachen Grund, dass ich halt nochmal gucken will, ob wir da in dem Kino waren. Und wenn nicht, was es da noch zu holen gibt. So.
Jetzt haben wir alle Upgrades für 4 Waffen. Es gibt bestimmt ein Achievement, alle Upgrades für alle Waffen gefunden zu haben. Ich weiß aber nicht, ob wir eventuell schon eine Power to the People Station übersehen haben. Das will ich nicht ausschließen. Wer weint denn hier? Ja, wir gehen erstmal nach oben jetzt, würde ich sagen. Ja, der Aufzug hier. Ich glaube tatsächlich, dass das unser nächstes Ziel ist, wenn wir in Chongs Apartment waren. Denn es geht ja hier tatsächlich zu Fontaine Futuristics oder zumindest zu Frank Fontaines Apartment oder irgendwas, den Code zu finden. Ich glaube, dafür müssen wir dann zum Apollo Square. Was ist das? Ach, ich sehe mich erstmal hier auf dieser Ebene um. Wer wohnt denn hier? Tannenbaum wohnt hier. Aber da dürfen wir nicht rein. Dürfen wir nicht rein? Da können wir aber noch rein. Über Umwege. Nee, nicht über Umwege. Auf jeden Fall können wir da noch rein. Irgendwie können wir das öffnen. Hm. Sollten wir mal im Hinterkopf. Oh, schon wieder so einer. Hände hoch! Der brennt ja schon gar nicht mehr. Meine Güte, ich fange an, diese Nitro-Splicer zu hassen. So, wer wohnt denn hier? Zeig ich dir mal, wie das hier läuft. Kann ich nicht mehr lesen. Ernsthaft? Ja, also die Schrotflinte, die ist halt echt immer weniger. Alter. Das Mittel der Wahl. Der Mistkerl hat Little Sisters getötet. Oder noch schlimmer, Kinder. Was ist das für eine kranke Welt hier? Was sind das für kranke Menschen, die hier leben? Hier leben anständige Leute. Ja, das habe ich gerade gesehen. Leck mich am Arsch, ey. Anständige Leute, dass ich nicht lache. Ja, Napalm neben dem brennenden Ofen. Warum nicht? Würde ich auch so machen. Leim im Kühlschrank. Läuft ja bei euch, wa? Ich kann mich gerade nicht mehr bewegen. Nein, sag mir nicht, dass das Spiel abgestürzt ist. Sag mir jetzt bitte nicht, dass das Spiel abgestürzt ist. Oh, wisst ihr, wann ich das letzte Mal gespeichert habe? Ich meine, das Spiel speichert ja auch automatisch, aber das war auch scheiße. Okay, Leute, wir sehen uns wieder, wenn ich an diese Stelle zurückgespielt habe. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.